Und Action bitte. Im Hause Owens gehört die Kamera genauso zur Familie wie Hund Reese, Frau Jessica und natürlich Jordan, Stürmer bei den Pinguins und Videoblogger. Wenn ich nicht Eishockeyspieler geworden wäre, würde ich vielleicht Musikvideos produzieren. Mein Bruder hat mit einem Videotagebuch angefangen. Das wollte ich dann auch ausprobieren. Ich habe mir dann auch eine Kamera gekauft und jetzt macht es mir richtig viel Spaß. Auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht Owens seine Filme. Vor allem für Freunde und Familie in Kanada. Reisebericht aus Island. Bowlingabend mit der Mannschaft in Bremerhaven. Auch auf den langen Auswärtsfahrten ist der 31-Jährige mit der Kamera dabei. Dreht und schneidet seine Filme alle selbst. Eishockeyspieler zu sein, hilft mir sehr dabei. Immer wenn ich vom Training nach Hause komme, habe ich Zeit, um neue Sachen zu lernen, die ich in anderen Videos gesehen habe. Drohne, Objektive, Stativ. Owens hat inzwischen richtig aufgerüstet. Sein neuestes Werk, eine 13-minütige Doku über seine Transformation zum Veganer. Titel: Vom professionellen Hockeyspieler zum veganen Aktivisten. Eine Dokumentation im Fernsehen hat ihn berührt. Seit gut einem Jahr lebt er jetzt vegan. Den Sommerurlaub in Kanada hat er genutzt, um selber zu recherchieren, zum Beispiel über artgerechte Tierhaltung. In Toronto hat er mit hunderten Aktivisten gegen eine Schlachterei demonstriert, die täglich über 10.000 Schweine schlachtet. Du kannst zu den LKWs gehen und den Schweinen direkt in die Augen schauen. Diese Erfahrung kann ich nur jedem empfehlen. Das bricht einem das Herz. Die Tiere werden in ein paar Stunden tot sein und du kannst nichts dagegen tun. So leben wir halt. Aber deswegen habe ich den Film gemacht, um den Leuten die Augen zu öffnen. Profi-Eishockey und vegan leben ist nicht einfach. Nudeln mit Hühnchen ist der Standard. Jordan Owens in Blau muss sich sein Essen immer selbst machen und einpacken. Dabei ist er nicht der einzige Veganer im Team. Fürs Frühstück haben wir uns jetzt so ein bisschen so arrangiert. Mal bringt der eine was mit, mal der andere. Und auch das Video jetzt über seine Transformation zum Veganen, ein tolles Video. Und er ist da relativ kreativ, also er blüht da richtig auf und finde ich gut. Sogar Hund Reese ernährt sich vegan. Jordan Owens. Eishockeyspieler, Aktivist und YouTuber. Er arbeitet schon an seinem nächsten Video, ein Film über Bremerhaven.